Mehr die Outlaws-Missionen fertig machen. Da auf den fetten Berg raufgehen, anscheinend, wie es ausschaut. Ein paar Raptoren killen. Ah, der ist doch gar nicht Raptor. Schauen, dass sie mich nicht erwischen mit dem Triple Tap. Komm schon, Nasty. Mach einen guten Superkick. Ach, gepasst. Haben wir schon einen Down. Outlaw-Missionen fertig machen in dieser Episode. Dann Warcons Aufträge fertig machen. Und dann uns Richtung Alps begegnen und Kleriker uns dort anschließen. Das ist der Plan. Ich werde ein Alp oder ein Kleriker werden. Eins von beiden. Wir werden sie sehen. Oder ihr werdet sie sehen. Why did you say saying down? Oh, da oben am Berg. Ist gut. Oh. Super Kick. Au. Müsst auch mal angreifen, Nasty. Nein, will sie nicht. Gute Arbeit, gute Arbeit. Glaube, ich nehme dich gleich zum Unhold mit. Da knietscht was. Die wollen, dass ich raufgehe, oder? Da gibt es doch irgendwo einen Weg. Irgendwo habe ich einen Weg hier gesehen. Ist das der Weg? Oh, er hupft sogar drüber. Gute Arbeit, Jax. Die passt hier. Hier ist der Weg. Was ist das? Das ist eine Krokodilklaue oder wie die heißen. Mit denen wollen wir uns nicht anlegen. Oh, wow. Lass suchen. Ich will Pfeile sparen. Sie malt da rum. Du bist gleich wieder aus dem Team rausgeschmissen, wenn du so rummalst. Was soll denn YouTube dazu sagen? Ich kann schon da rumsnacken. Ah. Auf zum Maulen, Nasty. Sonst hole ich Frank wieder. Der stöhnt, wenn dann nur. Ah, um Frank zu zitieren. So macht das gar nicht. Das klingt irgendwie anders. Mist. Wo kommst du her? Hauen wir mal einen Heiltrank rein. Passt. Oh, wieder Snack. Snacktime mit Jax, die Bestie. Nur nicht malen. Oh, ausweichen. Uff. Doppelrolle hilft immer. Und dann zerstören wir ihn. Geben den Verseuchten, was er verdient. Eine Prachtrühe. Ja, nicht diese Viecher. Nicht diese Viecher. Ich hasse Drachenechse. Oh, nicht ein. Nicht eingraben. Wo hupst du hin? Oh! Wow! Das Viech. Das ist ja der Wahnsinn. Mach es weg. Oh! Oh, die Drachenechsen. Was haben wir da für Heiltränke? Hey, die guten nochmal. Jetzt aufhören zu maulen. Ich warne dich. Schau dich aus dem Team raus. Nein. Das mit Baxter lief ja jetzt nicht so gut. Ich hätte ihm die Fresse polieren sollen. Ich weiß ja nicht, was deine Intention Gute war. Gute Kamerasicht. Diplomatisch war das jetzt nicht. Das Arschloch ist mir auf die Nerven gegangen. Na, vielleicht solltest du deinen Plan noch einmal überdenken. Ich weiß schon, was ich tue. Ich habe einfach noch nicht gefunden, was ich suche. Wie du meinst. Hast du noch mehr solcher Aktionen geplant?
Ja, aber dafür brauche ich noch Zeit zur Vorbereitung. Ich könnte auch immer noch mehr Kampftraining gebrauchen. Okay, dann melde dich einfach, wenn du soweit bist. Darauf kannst du wetten. Ah ja. Die guten Miranda Mass Effect Kamera Angles haben sie eingeführt für Nasty. Ah. Wahrscheinlich war das, weil sie auf einer Erhöhung stand. Und nichts anderes. Das wird ein Killberg, ein Killing Floor Berg. Nicht maulen hier. Oh, es liegt am Boden. Nicht maulen. Nein. Nein, Nasty. Ich will nicht irgendwo hin teleportieren und dich dann nur um dich auszutauschen. Da ist ein kleiner Drache. Der Lassel. Mist. Ah, kämpfen tut sie auch nicht. Sie rennt nur mit ihrer Shotgun herum. Panisch. Sieht besser aus als meine. Ups. Die gleiche Shotgun, oder? Oh je. Sie klitscht durch ihre Hand durch. Ja, damit Nasty. Kein Verlass auf dich. Malt nur rum. Klitscht mit ihrer Hand in der Shotgun. Belassel. Das ist ein Schattenjäger oder wie die heißen. Das wird mal ignoriert. Sie malt sie nur an, das Ding. Das Nest. Das schaut nach einem Nest aus, ja. Eine Loot hier drinnen. Oh, nicht. Wirklich nichts. Nur ein Schattenjäger. Das ist nicht das Beste. Da kann man schon mal rummalen. Sie hat ihre Shotgun noch immer draußen. Immer auf Gefahr bereit, das Mädel. Die Fellassel verzieht sich, bevor ich sie legen kann. Er ist keine Ratte. Ist sicher von mir das Ding. Okay, wenn du weiter am Hügel... Sie hat die Shotgun noch immer draußen. Wenn du weiter im Hügel herummaulst, wirst du ausgetauscht. Ich warne dich. Dann wird Frank wieder geholt. Und wieder nett gesein. Nett gesein. Bin ja nett geseint. Oh. Deutsch lernen sollte ich vielleicht auch mal. Bevor ich ins Englische wechsle. Ja, wenn ich ins Englische sowieso wechsle. Oh, ich kann Deutsch lernen. Komm schon, ich will ein paar Ärsche treten. Ja, du wirst ausgetauscht. Du machst zu viel. Nein, das geht gar nicht. Da kannst du was treten. Oh! Sie tritt daneben! Sie tritt daneben! Sie tritt daneben! Das Scheißvieh sucht Ärger. Oh, warum bist du nutzlos heute? Ah, sie sagt, sie will treten, Sachen treten. Und dann kickt sie nur in der Luft herum und mault. Sie mault nur und kickt nur in der Luft herum. Oh, wie soll das weitergehen? Kein Wunder, dass der Typ da nicht raufrennen hatte können. Ah, Drache. Was dauert so lang? Ups. Hör auf zu malen, Nasty. Nein. Musstest du uns ausgerechnet hierher führen?
wenn du frische Luft brauchst. Nimm zur Abwechslung mal ein Bad. Eieiei. Sind wieder verstummelte Leichen. Leider nicht Nastias Leiche. Nur nicht ihre. Sie mault einfach nur rum. Unten irgendwas. Soll ein Haus sein. Gut, dass ich nicht runtergeflogen bin. Schaut noch mal voll aus. Rohrposteingang. Der Schrank scheint an einer Art großem Rohrpostsystem zu hängen. Ich nehme an, hier soll ich Porters Paket hineinlegen. Das Paket ist sicher verstaut. So, mal sehen, ob ich schon was zurückbekommen habe. Das Paket... Ich habe die Bezahlung für Porter. Ich sollte sie ihm bringen. Später. Zuerst wird Nastia abgeliefert. Kopfgeld für Ehrreden. Da. Wo ist denn das dann? Oh, direkt bei der Bastion. Okay, bringen wir sie zuerst. Direkt daneben hin. Brody! Hey! Warte mal. Das müssen wir sie kicken. Wo ist sie? Wo ist sie? Du malst zu viel herum, Mädel. Mitkommen. Mitkommen. Oh. Endlich jemand, der nicht die ganze Zeit malt. Oh. Wir schauen, was das Mädel sagt. Die Ex-Outlaw, glaube ich. Auch Honig. Ja. Zwei. Was sagt das? Oh, sie ist tot. Das Blut ist noch frisch. Nein, das ist nicht von ihr. Das ist nicht ihr Blut. Das ist vom Kopfgeldjäger. Wird es mir auch so gehen? Kann leicht sein. Aber ich habe Quick Saves. Knoblauch. Knoblauch ist eine Pflanze. Ein Baum. Der liegt hier noch nicht lange. Das ist ein Scherz, okay. Relax. Relax, Party People. Ai, ai, ai. Get back the archers. Oh, es gibt so viele Eidechsen. Und so viele Drachen hier anscheinend auch. Treffe ich gar nicht, das ist zu weit weg. Dann lassen wir ihn. Hier der nächste. Was ist das? Ist das eine Eidechse? Fleischer. Die können nichts. Außer fliegen, wenn ich sie zerschlage. Ach, jetzt habe ich umsonst einen Riegel gegessen. Komm schon. Mich hat so ein Viech noch nie getroffen. Mein Ziel ist gerade, hör auf, auf mir rumzuschweben. Ich hatte so ein Viech noch nie getroffen. Ich weiß nicht, was die überhaupt wollen. Oh. Falls Erin nett ist, wird sie verschont. Ich mag den Nero eh nicht. Oh. Armer Dixon. Oh.
so eine Nachgeschichte gibt, wo man herausfinden würde, warum seine Familie gestorben ist. Die fette Kuppelstadt hier. Ei, hier ist die Party. Und ich sag, was geht hier ab? Ich sage, wir drücken sie die Klippe runter. Keinen Schritt näher. Du bist zu spät. Die Kleine gehört uns. Also, zieh Leine, klar? Du bist derjenige, der gehen muss. Sie kommt mit mir. Da du scheinbar nicht kapierst, was hier Phase ist, hör mir aufmerksam zu. Die Kleine hat zwei unserer Leute auf dem Gewissen und etliche andere. Wer sie anfasst, verbrennt sich die Finger. Also mach, dass du Land gewinnst. Die Nummer ist eine Spur zu groß für dich. Und das, mein Freund, ist die letzte Warnung, die ich dir mit auf den Weg gebe. Noch einmal will ich dich hier nicht sehen. Haben wir uns verstanden? Ich verstehe nur, dass du was auf die Fresse willst. Du Witzbold hältst dich wohl für sehr schlau, was? Aber glaub mir, das war dein letzter Fehler. Auf ihn, Männer! Du lernst mich gleich kennen! Die tanzen doch nur rum da. Safe für mich. Und schon Crony. Oh ey, der wurde geschrottet, der Crony. Gute Moves, Typ. Gute Moves. Nehmen wir mal Zeit da zum Looten. Big safe, nein. Ich sehe nichts. Ich sehe absolut nichts. Okay, machen wir es anders. Au. Auf mich. Das ist ein cooles Todesbild. Der hat mir nur einen kleinen Chap gegeben. Cool. Oh, Mist. Ah, ich habe dreimal versucht, Quicksaven. Und es ist nichts rausgekommen. Jetzt können wir von vorne anfangen. Sorry, wir drücken sie die Klippe. Nein, tut sie nicht. Du lernst mich gleich kennen. Okay, jetzt kann ich Granatenwerfer wieder. Oh, Dodge. Aufpassen, dass ich wirklich nicht einmal getroffen werde. Goddammit. Hat einen guten Bogen für mich, damit ich upgraden kann. Da ist ein Fury is down. Rückzug. Da geht doch. Da ist noch eine Axt. Ich speichere. Gott sei Dank. Mal schauen, was sie zu sagen hat, um mich umzustimmen. Und ihr nicht das Kopfgeld einzuhaxen.
Jo, was geht? Kennen wir uns? Ich glaube, wir kennen uns nicht. Danke, aber deine Hilfe wäre nicht nötig gewesen. Früher oder später hätte ich Ihnen selbst ein Messer an die Kehle gesetzt. Ich komme ganz gut alleine klar. Danach sah es aber nicht aus. Ich habe mehr Tricks auf Lager, als die Kerle Hirnzellen besitzen. Ich habe mich absichtlich festsetzen lassen. Es waren einfach zu viele, also musste ich einen anderen Weg wählen. Manchmal ist es besser, wenn der Jäger nicht weiß, dass er der Gejagte ist. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Dafür muss man kein Hellseher sein. Du hast ja mitbekommen, wie sie sich gestritten haben. Die Zeit war auf meiner Seite. Oh. Schon morgen früh hätte ich ganz ohne Kampf 3 weitere Leichen vor den Füßen gehabt. Oh. Was? Wohin? Wir sollten zusammen weiterziehen. Da muss ich passen. Ich habe dich beobachtet. Dein Stil passt nicht zu meinem. Trotzdem danke ich dir für das versteckte Kompliment. Außerdem habe ich nicht vor, weiter umherzustreifen. Ich gehe eine Zeit lang ins Fort. Ist du nicht. Nicht, dass du denkst, ich verstehe mich mit den Berserkern, aber mich verlangt es gerade nach einem Bier und einem Bett. Also, klopfen wir uns auf die Schultern und gehen getrennte Wege. Oder ist noch irgendwas? Geh, wohin du willst, aber dein Kopf bleibt hier. Das ergibt keinen Sinn. Du hast einen besonderen Sinn für Humor. Lässt mich quatschen, aber hast du es auf meine Haut abgesehen? Das hättest du dir sparen können. Los, zieh deine Waffe. Dich hole ich mir. Die Klippen runterschießen kann. Probieren wir es. Ja, wo ist sie denn? Hey, oh, von Nord. Ich suche hier eine Leiche. Da ist sie ja. Oh, eine Waffe. Ah, ja. Oh, ja. Sie wollte es nicht anders. Oh. Ja. Mir nicht beizutreten war der Todesstoß. Ich höre Viecher. Was gibt's hier drinnen? Greta? Greta Freistoß! Sag mal, Kleiner, wofür haben die Menschen eigentlich solche Glaskuppeln gebaut? Analysiere Materialbeschaffenheit. Gute Arbeit, gute Arbeit. Oh, locken wir sie her. Oh, hat's sogar erledigt, schau, schau. Du bist da und da und da. Da. Was sind hier? Ob es da eine Mission gibt? Toten nochmal. Where's Wesley? Kommt mir nicht bekannt vor. Könnte eine Mission dazu geben. Bank des Scharfschützen, das lasse ich nicht hier. Auch wenn Stehlen anscheinend ist. Obwohl der Besitzer eindeutig tot ist. Rechtes Schloss können wir durchkecken uns. Nein. Okay, wir haben's. Examenpost. Klopapier wichtig. Klopapier meint die Drohnen. Da haben wir ein schönes Bett. Ah, sind doch alle tot hier. Braucht doch keiner was. Ob das zum Fort dazu gehört? Hier wieder ein Fass, da können wir ein Monster durchjagen dann. Ja, hier lebt doch niemand mehr. Bye. Komm schon, flieg rauf hier.
Da ist der Vorratsthronschlüssel für die Truhe, die wir gerade geknackt haben. Oh. Ja, ich mache hier ein Level-Up, eine Pause und dann in der nächsten Episode wird hier weiter geraidet und gelootet.